Es ist ja auch so, dass es schon eine Wirkung gibt auf den Körper, wenn es noch nicht wehtut. Ja, und auch das gehört letztendlich schon zum Bereich Elektrosmog. Und von da aus geht es natürlich weiter. Wenn all diese Befindlichkeitsstörungen, kann man ja fast sagen, ja, wenn das aber länger anhält, wenn der Stress länger anhält, dann kann es eben auch zu durchaus schwerwiegenderen Erkrankungen kommen, wie zum Beispiel chronische Müdigkeit, Erschöpfung, Burnout oder auch Krebs. Ja. Also im Hinblick auf Krebs wurde ja jetzt viel geforscht. Auch noch in der Nacht das WLAN und da, wo der Körper eigentlich quasi entspannen soll, kriegt er dann noch WLAN und das Signal vom schnurlosen Telefon auch noch die ganze Zeit und dann kann er einfach nicht entspannen, dann ist er nämlich im Stress. Ja? Und das ist jetzt ein Stress, den man nicht unbedingt sofort selber merkt, weil der Körper schläft ja, aber er hat trotzdem Stress dabei und kann nicht wirklich entspannen. Und in Deutschland liegen die Grenzwerte, was das Thema Elektrosmog betrifft, oftmals tausendfach über dem, was in anderen Ländern als Grenzwert gilt. Oh, auch noch. Also wir sind da Vorreiter, wir sind da ganz weit oben. Oh, die Ja, ganze und da fragt Befragung. man sich, warum in Russland, in Italien, in der Schweiz die Grenzwerte so viel niedriger sind als bei uns. Ja? Warum in Schweden Menschen Anspruch haben auf Unterstützung vom Staat, wenn sie. Das Handy ist natürlich von der Intensität her viel, viel stärker, aber ich telefoniere nicht 24 Stunden am Tag. Aber bei den vielen Menschen ist es so, dass das WLAN 24 Stunden am Tag durchläuft und das schnurlose Telefon auch. Ich wollte schon sagen, das nimmt ja gar kein Ende. Das ist ja unglaublich. Und wenn man dann so sieht, wie viel mit ihren Symptomen zu den Ärzten gehen und dann nur mit Tabletten.